Oh, wie schön, dass es euch gefällt. Fluttershy. Ich komme. Es scheint hier überhaupt gar keine Probleme zu geben. Ich dachte, ein Freundschaftsproblem in Las Pegasus zu finden, sei nicht wie eine Nadel in einem Heuhaufen zu suchen. Alle Ponys scheinen sich hier gut zu verstehen. Ladies und Gentle-Ponys, egal was meine Konkurrenz sagt, sie sind hergekommen, um unterhalten zu werden. Und ich versichere Ihnen, es gibt keine bessere Unterhaltung als die beeindruckende Akrobatik in Gladmains Pony-Fantastik. Oh, das würde wahrscheinlich stimmen, wenn es dazu nicht auch noch die viel unterhaltsameren und atemberaubenderen Auftritte der exotischen Tiere im Pony-Fantastik geben würde. Diese Stimmen habe ich doch schon mal gehört. Oh ja, allerdings. Flim und Flam. Diese Behauptung muss ich noch nicht einmal bestätigen. Es sei denn, dass Sie Ihre Eintrittskarte jetzt bei mir kaufen. Denn dann würde ich Ihnen gern einen außerordentlichen Rabattpreis anbieten. Ich dachte immer, man bekommt, was man bezahlt hat. Und nach meiner überaus bescheidenen Ansicht sind diese Karten mindestens doppelt so viel wert. Fallen Sie bloß nicht auf die Worte dieses Scharlatans und Wucherers rein. Scharlatan? Was nimmst du dir heraus? Ha! Ich sage nur, was natürlich, ich denke. Natürlich, du hast mich beleidigt. Und das lasst... Also, die beiden scheinen sich wirklich nicht zu verstehen. Wir wurden doch nicht etwa hergeschickt, um ihnen zu helfen. Das auf gar keinen Fall. Ich weiß, dass du und die Apple-Familie ziemliche Schwierigkeiten mit Flim und Flam hattet. Aber die beiden haben offensichtlich Probleme und ein Freundschaftsproblem zu lösen ist immer wichtig, egal wer das Problem hat. Ja, natürlich stimmt das schon. Bei allen Ponys außer ihnen! Entschuldigt, dass ihr das mit ansehen musstet. Ich weiß nicht wieso, aber die beiden streiten sich, seit sie hier angereist sind. Ich dachte, mit diesen Jobs würde ich ihnen helfen, aber es hat alles nur verschlimmert. Sie können mir absolut vertrauen und es ist besser, wenn Sie sich von diesen Ponys trennen. Die beiden zusammen betrügen sie noch um ihre eigenen Hufe. Ja, ich denke, du hast recht. Flim ist ein echtes Showpony und Flam hingegen denkt immer nur ans Geschäft. Wenn sie gut zusammenarbeiten würden, könnten sie den Laden locker selbst schmeißen. Oh, apropos Laden, ich muss leider weiterarbeiten. Und genießt ihr weiter euren Aufenthalt. Tja, anscheinend sollen wir Flim und Flam helfen. Nein, ich bin sicher, dass es hier ein anderes Freundschaftsproblem gibt und ich durchsuche das Hotel von oben bis unten, bis ich es finde. Ich hoffe, ihr seid nicht extra den weiten Weg von Ponyville hierher gereist, um mich mit meinem unbedeutenden Bruder zu versöhnen. Bruder? Ich glaube, ich habe gar keinen Bruder. Oh, ich weiß ganz genau, was er von mir hält. Ein Showpony und nichts dahinter. Nun, wenn er mich so gut durchschaut, dann sollte er doch kein Problem haben, ganz alleine erfolgreich zu sein. Oh nein, er betrachtet sich als das beste Verkaufspony aller Zeiten. Frag ihn nur, er kann es nicht abwarten, es dir genau zu erzählen. Ihr könnt eure Differenzen sicher beilegen, wenn ihr euch nur mal zusammensetzt und miteinander redet. Ich möchte nie wieder mit diesem Pony reden. Es ist nicht nur deine Show. Schließlich kann ich sie noch verbessern. Du wirst auf dem Trapez keinen Hasen aus einem Hut ziehen. Darum geht es aber. Wir wollen dem Publikum doch etwas bieten, das es noch nie gesehen hat. Akrobatenmagie? Das heißt, Genres miteinander mischen. Und es ist der Wahnsinn! Sollte man da nichts unternehmen? Ha! So geht das schon, seit Sie hier angereist sind. Zu schade, ja. Wenn Sie nicht dauernd streiten würden, gingen wir mit der Show auf Tournee. Sie wären noch viel erfolgreicher als hier bei Gladmain. Also, das klingt nach einem richtigen Freundschaftsproblem. Stopp! Was machst du denn? Das ist ja wohl eine Pinky Prairie-Hunde-Pyramide. Eine Alliteration. Du wolltest erst einen Turm. Warum änderst du denn dauernd alles? Ich habe gar nichts geändert. Du wolltest eine Pyramide. Oh, du machst mich irgendwann noch verrückt. Ich dachte, dass ihr euch gut versteht.
Das war früher, aber jetzt können wir uns einfach auf gar nichts mehr einigen. Wir sind damals mal in ganz Equestria aufgetreten. Wenn wir uns aber nicht auf eine Nummer einigen, müssen wir für immer hierbleiben. Zwei Freundschaftsprobleme im selben Theater? Jetzt wird's interessant. Zusammen mit Flim und Flam sind es drei Freundschaftsprobleme und alle am selben Ort. Naja, Flim und Flam würde ich nicht dazu zählen, weil sie ja keine Freunde sind. Das ist kein Problem. Offensichtlich nicht für Gladman. Für ihn scheint es besser zu sein, wenn sie sich streiten. Ehrlich gesagt, scheinen die Probleme der anderen Ponys auch gut für Gladman zu sein. Die Trapezkünstler und die Tierdresseure wären besser dran, wenn sie gingen. Aber alle sind viel zu sehr mit Streit.